Hallo, mein Name ist Max und das ist der aktualisierte Teil 1 meiner Arduino-Tutorial-Serie. Im ersten Teil zeige ich euch, wie man die Arduino-Software installiert und das Arduino-Board das erste Mal mit dem Computer verbindet. Ihr braucht für dieses Tutorial ein Arduino-Board, wie hier zum Beispiel den Arduino Uno. Ein für euer Board passendes USB-Kabel. Außerdem ein Computer mit Internetzugang. Zuerst braucht ihr die Arduino-Software. Die findet man für alle gängigen Betriebssysteme auf der Homepage des Arduino-Projektes unter www.arduino.cc. Da es sich um Open-Source-Software handelt, ist das Herunterladen und Verwenden für euch kostenlos. Ein Link zum Download findet ihr auch in der Videobeschreibung. Unter Windows empfehle ich euch, den Windows-Installer herunterzuladen, da der auch gleich die nötigen Treiber für den Arduino mitinstalliert. Sobald der Download abgeschlossen ist, könnt ihr die Installation mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene .exe-Datei starten. Ihr werdet nun durch das Setup geführt. Im ersten Auswahlmenü lasst ihr alle Häkchen gesetzt und klickt auf Next. Wählt nun den Ort aus, an dem die Software installiert werden soll. Die Installation startet jetzt und nach einiger Zeit werdet ihr gefragt, ob ihr die Gerätetreiber installieren möchtet. Hier klickt ihr einfach auf Installieren. Danach erscheint im Status das Wort Completed und ihr könnt das Fenster mit einem Klick auf Close schließen. Nun könnt ihr das erste Mal die Arduino-Software starten und euer Arduino-Board per USB-Kabel mit eurem Computer verbinden. Ihr seht, dass euer Arduino mit Strom versorgt ist, wenn die grüne Power-LED auf dem Board angeht. Euer Computer schließt jetzt noch die Treiberinstallation ab. Sobald das fertig ist, könnt ihr in der Arduino-Software auf Werkzeuge und dann auf Port gehen. Hier sollte sich nun ein Porteintrag befinden, hinter dem sich in Klammern der Name des von euch angeschlossenen Board befindet. Mit einem Klick wählt ihr diesen nun aus. Anschließend klickt ihr noch einmal auf Werkzeuge und nun auf Platine und stellt sicher, dass hier ebenfalls euer Board mit einem Häkchen versehen ist. Ist das noch nicht der Fall, könnt ihr das mit einem Klick auf den entsprechenden Eintrag nachholen. Jetzt seid ihr soweit, dass ihr euer erstes Sketch auf den Arduino laden könnt. Dafür geht ihr auf Datei, Beispiele, Basics und öffnet das Blink-Sketch. Dieses Sketch bringt eine LED an Port 13 zum Blinken. Auf den meisten Boards ist diese integriert, sodass ihr nichts zusätzlich anschließen müsst. Mit einem Klick auf den Pfeil ladet ihr nun das Sketch auf den Arduino. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird nun der Code zusammengepackt und auf den Arduino übertragen und die LED beginnt zu blinken. Glückwunsch! Ihr habt euren Arduino erfolgreich zum Laufen gebracht. Doch wie funktioniert der Code, den ihr da gerade auf das Board geladen habt? Das erfahrt ihr im nächsten Teil der Tutorial-Serie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für neue Videos und Tutorials. Bis zum nächsten Mal.